Wie geil ist das denn bitte? Ich sitze hier gerade in so einem mega stylischen Oldtimer-Bus am Silo in Saarbrücken. Silo in Saarbrücken, ziemlich cooler Ort. Da gibt es nämlich nicht nur diesen coolen Bus, sondern auch noch einen coolen Biergarten und so einiges mehr zu entdecken. Wupp, wupp. Was ist denn hier das Besondere an dem Ort? Warum seid ihr hier so gern? Weil hier so eine Gemeinschaft herrscht und alle gleich sind, so dass man, es gibt einfach keine Unterschiede zwischen den Menschen, egal ob man jetzt, weiß nicht, 32 ist oder 16. So. Die Leute behandeln einen gut, man sitzt sich zusammen und die Sympathie stimmt einfach so. Ja. Naja, es ist halt jetzt hier nicht so eine gediegene Atmosphäre, wie es halt so oft ist. Erinnert mich halt mehr so. Es gibt ja zum Beispiel so Orte, zum Beispiel in Berlin oder so, wo es halt ein bisschen so alternative Szene ist. Und das macht aber sehr viel. Was ist das Besondere für dich an dem Ort hier? Silo für mich ist ein Rückzugsort am Rande der Stadt, der mir ermöglicht, irgendwie so ein bisschen den Alltag zu vergessen. Zu entspannen und seine Ruhe zu genießen. Es soll ja jetzt hier so den nächsten Fahrradweg durchlaufen, mehr oder weniger wohl. Sehr wird das den Ort verändern. Aber vielleicht hier würde es vielleicht schon den Charme ein bisschen wegnehmen. Vielleicht würden dann ein paar Leute mehr das hier kennen, aber ich weiß gar nicht, ob das hier Sinn der Sache ist. Was ich so rausgefunden habe, die meisten Leute, die hier hergehen und die das hier besonders lieben, die mögen gerade auch die Abgeschiedenheit und die Ruhe, die man hier hat. Wie die bleibt oder wie sich das verändert, atmosphärisch, wenn hier jetzt ein Fahrradweg gebaut wird, das werden wir sehen.